Hallo DWZ-Fans, ich bin heute hier in Hameln bei der Orangerie. Wir schauen uns mal das Ganze an, das Konzept, das jetzt neu in Hameln hier entstanden ist. Und bei mir ist Sebastian Grön. Grüß dich. Ja, vielen Dank. Schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Das ist ja hier ein Arbeitsplatz eigentlich. Aber man kann, wenn man sich das so anguckt, hier auch wunderbar chillen. Also es ist sehr gemütlich eingerichtet. Ist das mit Absicht so? Das ist mit Absicht so, genau. Also wir haben uns darauf eigentlich schon so ein bisschen auch in unserem ersten Standort in Hillesheim darauf fokussiert, dass wir sagen, wir wollen halt nicht nur eine Arbeitsatmosphäre schaffen, sondern einfach so eine Wohlfühl-Oase halt, wo du halt jetzt nicht nur mit deinem Laptop einfach sitzt an einem Schreibtisch, sondern einfach, wo du dich mal zurückziehen kannst mit deinem Laptop, Kopfhörer auf und wie du sagst, dass du einfach so ein bisschen chillen kannst. Also in der Regel ist es halt so, dass wir sagen, okay, wir möchten halt Gründer ansprechen, die jetzt vielleicht gerade auch in diesen kleineren Regionen, gibt es vielleicht noch nicht so viele Coworking Spaces, also wir müssen da auch immer so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, ja, um erstmal zu erklären, okay, was ist Coworking? Und dann ist es natürlich an junge Gründer, vielleicht an Selbstständige, an Einzelunternehmer, ja, die sagen, die möchten halt raus aus ihrem Homeoffice, ja, die möchten vielleicht nicht so abgelenkt werden und suchen da einfach eine coole Arbeitsumgebung und dann aber auch vielleicht für größere Unternehmen halt, die sagen, wir möchten auch mal raus aus unserem täglichen Alltag und suchen vielleicht mal eine Atmosphäre, wo wir auch mit anderen Leuten zusammenkommen, uns austauschen können und ich glaube, das versuchen wir alles hier unter einen Hut zu bekommen. Hier kann man, ich habe schon gesehen, es gibt eine Nähmaschine, hier kann man 3D-Drucker benutzen, es gibt Technik-Laptops, es gibt was zu trinken, es gibt eine Popcornmaschine. Es gibt ganz viele gemütliche Sofas, es gibt überall Blumen, es sieht ganz toll aus. Das alles, das müssen wir zum Schluss auch klären, ist natürlich nicht umsonst. Nein. Wie bezahlt man als potenzieller Kunde von euch, wie bezahlt man das Ganze und wie finanziert sich das für euch? Wir unterscheiden immer zwischen drei Pässen. Du kannst halt dich tageweise, wochenweise oder monatsweise halt einmieten. Das heißt, du mietest dir einen Schreibtisch. Das liegt da bei einem Tagespass bei 20 Euro, bei Wochenpass bei 98 Euro und dem Monatspass für 340 Euro. Und dabei kannst du halt die ganze Infrastruktur mitbenutzen. Was halt ganz cool ist, dass wir auch sowas wie Mobility Sharing halt noch anbieten für unsere Coworker und Leute, die halt hier sind. Das heißt, wir haben hier Autos zukünftig dann auch stehen, Roller, Fahrräder, um einfach so ein bisschen mobil in der Stadt zu sein und vielleicht auch einfach nicht, wenn jeder kein eigenes Auto hat oder einen Roller oder sonstiges, dann kann er unsere Sachen halt mitbenutzen. Ne? Und darüber finanzieren wir uns dann halt schlussendlich. Jetzt muss man für sich selber entscheiden, ob man das nutzen möchte oder nicht. Rein theoretisch könnte ich mir einen Tagespass für 20 Euro kaufen, mich hier hinsetzen. Ob ich jetzt hier arbeite oder nicht, ist euch doch egal, oder? Genau, also im besten Fall bist du ja da selber für sich verantwortlich. Also wenn du jetzt hier arbeiten möchtest oder du möchtest ein bisschen Netflix gucken, kannst du natürlich auch gerne machen. Das ist uns im Endeffekt. Wir sprechen dich wahrscheinlich dann schon mal an, ja, aber ich glaube... Was machst du hier eigentlich? Ja, genau, was machst du eigentlich hier? Wer bist du? Genau, aber ansonsten kannst du hier theoretisch machen, was du halt möchtest, ne? Ja. Also ihr könnt das gerne mal auschecken hier in Hameln. Die Orangerie ist jetzt ganz neu in der Stadt und wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ich komme einfach ein paar Monate nochmal vorbei. Ja, sehr gerne. Ja, wir freuen uns. Vielleicht komme ich auch mal einen Tag vorbei und arbeite einfach hier statt in der DWZ. Aber dann noch arbeiten und nicht Netflix gucken. Das sehen wir dann. Möglich ist ja alles. Also macht's gut. Von dieser Stelle aus der Orangerie erstmal einen schönen Gruß raus an euch. Und ihr dürft gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Konzept findet, ob ihr schon da wart, ob ihr hin wollt. Und wenn euch das Ganze gefällt, ihr wisst, was zu tun ist, Daumen hoch. Und ja, das war's. Super. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss. Thank you.